So, hoffentlich kann ich jetzt erstmal durchgehend in die Taverne. Hoffentlich sind die Leute mir da nicht ganz so böse. Aber ich glaube, das sollte kein Problem sein. Habe ich eigentlich schon? Ja, ne? Ich meine, der hat mir einen Schlüssel gegeben. So, ich versuche natürlich bei vielen Entscheidungen zu speichern. Gerade weil ich keine Ahnung habe, welche Entscheidungen jetzt rückgängig gemacht werden können, welche nicht. Ich wollte zurück in die Stadt. Okay. Hier geht es aber auch noch weiter. Das würde ich eigentlich auch gerne mal machen. Vor allem habe ich keine Ahnung, ob wir hier schon großartig Zeug abgegrast haben. Ich meine, warum nicht? Sieht aber so aus. Ich glaube, hier war ich schon, als ich mit Laris unterwegs war. Hier, die Truhen müssten alle offen sein. Du hast nichts dagegen. Nee. Oh, ist sogar was drin. Ich hoffe, der ist nicht so sauer. Nee, ist er nicht. Alles gut. Alles cool. Super. Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe, musst du erst mal geschickter werden. Gut. Hier ist noch ein Feldknöterich. Nein. Ja. Super. Nein. Jetzt aber. Jetzt aber. Super. Gibt's hier irgend noch was? Nee. Hier ist nichts drin. Hier habe ich auch schon alles abgegraben. Nee. Gut. 1000 Gold. 1500 brauchen wir für dieses komische Dingsbums. Hier ist ein Feldräuber. Müssen natürlich auch aufpassen. Weil da unten sind nämlich auch Banditen. So, das war doch schon mal ganz gut. Also hier unten sind ja zum Beispiel auch Banditen. Kommen ja aber andersrum rein. Da möchte ich auch ganz gerne den offiziellen Weg gehen. Die haben auch Waffen, wie man sieht, dabei. Und das sind auch die Banditen, die wir suchen. Aber die sind noch zu stark für uns. Glaubt mir, Leute. Da ist noch ein Dings. Da ist noch ein Altar. Da kann man noch mal beten. Aber wir haben so viele Heilwurzeln und so ein Kram. Kronstöckel haben wir nicht so viele, ne? Nee, einen haben wir. Das ist die seltenste Pflanze in Gothic 2. Bevor ich hier bete, will ich schon mal speichern. Haha, ich will nämlich... Achso. In der Animation kann ich nicht speichern. Beten. 100 Goldstücke. Oh, Innos hat mir einen Stärke geschenkt. Super, speichere ich doch gleich. Der Innos ist sehr gnädig. Vor allem schenkt er uns die permanent. Das ist supi. So, jetzt will ich noch mal gucken, was es hier so gibt. Nichts.
Also auch da drüben gibt es, glaube ich, nur ein paar Pflanzen, aber da jetzt in den Fluss springen ist jetzt nicht ganz so geil. Weil ich glaube, ich auch keine Ahnung habe, wie man da so rüberkommt. Ohne jetzt hier gleich den Mogo zu machen. Ich will ja auch irgendwie zurück. Hier war ich mit Laris schon. Oder? Jo, da oben sind auch noch Pflanzen. Mit dem Bogen kann man natürlich immer ganz gerne mal gucken, wo hier noch ein paar Viecher sind, die nerven. Weil er die automatisch anvisiert. Muss ja nicht heißen, dass wir sie treffen. So, Pfeil, 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 eine Säge. Ich würde sagen, den hat es nicht so geil erwischt. Der hat erst mal Pfeil in den Brustkorb gekriegt und dann haben sie dem armen Kerl noch den Kopf abgesägt. Ja, armer Kerl, armer Kerl. Aber wir haben hier schon alles abgegrast. Jo. Stimmt, hier sind wir ja damals mit Laris lang gegangen. Fackel und Pfeile habe ich liegen lassen. Naja, so viel sind die jetzt auch nicht wert. Verstehe. Hab ich da richtig geguckt? Ah, es war nur ein Ast. Ich dachte, da hängt noch ein Skelett. Jo, hier wurde wahrscheinlich jemand überfallen und exekutiert. Da gibt es bestimmt noch interessante Sachen zu finden. Aber die Frage ist, erstens komme ich zurück, zweitens komme ich da überhaupt drüber. Ich probiere es mal. Nee, da komme ich nicht hin. Ich versuche es einfach mal hier so rüber zu kommen. Ich wette mit dir, das wird nicht klappen. Muss man irgendwie anders darüber kommen. Man kann ja auch nicht springen oder so. Man kann hier nur tauchen. Und dann ist die Grafik buggy, bis man wieder an Land ist. Deswegen wollte ich das eigentlich nicht machen. Ja, das Spiel hat einige Fehler, aber das ist mir eigentlich relativ egal. Ja, so einfach kommt man da nicht hin. Das habe ich mir gedacht. Scheiße. Schade, schade, schade. Ich glaube, da muss man hier irgendwo rüberspringen. Ist gleich vorbei. Wenn ich wieder an Land gehe, ist das wieder weg. Also von daher keine Angst. Das wird nicht ewig so bleiben. Seht ihr? So, wenn dann, könnten wir nur darüber. Aber ich glaube, das wird nichts. Wir müssen da irgendwie rüberspringen. Mit einer gewissen... Also entweder kann man irgendwo Akrobatik erlernen. Kann man mit so einem Hechtsprung nach vorne springen. Oder nach einer Weile mit genügend Gewandtheit lernst du den auch automatisch. Allerdings brauchst du dafür ordentlich. Und den werde ich wahrscheinlich so nicht lernen. Muss nur gucken, wie ich da rankomme. Ich von da oben. Wisst ihr, mich irgendwie da hoch hangeln und dann nach links. Das sollte eigentlich auch gehen. Da muss man rüberkommen. Da will ich jetzt auch rüber. Da ist mir jetzt auch scheißegal, wie lang der Part wird. Ich habe den jetzt gerade erst angefangen. Aber ich möchte da jetzt irgendwie rüberkommen. Ich möchte wissen, was da drin ist. Da ist noch ein Lurker, den sollten wir eigentlich hinkriegen. So. Ja, hier kommen wir nicht lang. Blut, das bedeutet nichts Gutes. Wir könnten von der Brücke aus hier lang. Das wird wahrscheinlich schwierig, da oben die Passage. Gucken wir einfach mal. Spiel speichern. Wer weiß, was wir hier begegnen. Das Blut gefällt mir gar nicht.
Die deuten meistens auf einen Schattenläufer hin. Habe ich mir schon fast gedacht, dass hier so einer rumfährt. Die Frage ist, ob wir den hinkriegen. Müsste eigentlich mit einer richtigen Taktik, müssten wir das kriegen. Aber vorher, falls der uns treffen sollte. Feuerwurzel, Feuerkraut. Heilwurzel, Heilkraut. Essen wir mal lieber von der Heilpflanze dafür haben. Und davon haben wir nämlich eine Menge. So, wir können ja schleichen. Das bedeutet, wir können uns so in Ruhe an den anschleichen. Wir könnten natürlich jetzt dem auch die Höhle ausräumen, aber hier geht's weiter. Dürfen ihn nicht berühren, sonst wird er wach. Eisblock ist schon ziemlich mächtig. Wir haben so einen Ausweichschritt nach hinten. Man muss es nur richtig timen. Dann kann man sich das nämlich ein bisschen zunutze machen. Perfekt. Super. Oh, so schön habe ich noch nie einen Schattenläufer hingekriegt. Beziehungsweise noch nicht so probiert. Ich glaube, da hinten ist noch einer. Als Magier ist es eigentlich gar nicht verkehrt, wenn du das zum Beispiel... Als Magier kannst du diese Zaubersprüche, die wir hier benutzen, auch als Rune kriegen. Sind, kosten natürlich viel mehr Mana. Aber so ein Eisblock als Rune ist natürlich ganz geil, ne? Da kannst du solche Aktionen viel besser starten und öfters, muss nicht immer so eine Spruchrolle verbrauchen. Oh je. Das wird auch nicht so geil. Kriegen wir aber vielleicht hin. Ja, dann werde ich doch wahrscheinlich im nächsten Part gucken. Boah. Ja, die Viecher machen ordentlich Damage. Also drei Hits sind wir seine Arsch. Ein Kritten müssen, glaube ich, der kann uns auch one-hitten. Das war schon Glück. Wir haben hier ordentlich was gefunden. Das war's. Warte mal, was haben wir denn hier? Haben wir hier irgendeine Tafel gefunden? Stärke, Einhandkampf, Armbrustschützen, Lebensenergie 3. Das kann ich nicht lesen. Oh shit. Stimmt, das können wir noch gar nicht lesen. Warte mal. Wir haben doch hier 800, 255. Ich habe natürlich keinen Eisblock mehr, das wird natürlich übel. Was haben wir denn hier? Feuernessel. Ja komm, erstmal mal zwei Feuernesseln, das sollte gehen. Super, zwei Schattenläufer geklatscht. Das rechtfertigt schon beinahe, dass ich jetzt wahrscheinlich doch nicht, dass ich doch nicht in diesem Part gucken werde, wie ich nach links komme.
Erstmal gucken, geht's hier runter? Hier geht's runter, aber geht's hier auch? Das mache ich anders, weil ich glaube nicht, dass da, irgendwas gibt. Ja, manchmal buggt das, manchmal nicht, deswegen. Ich will jetzt einfach mal testen, wo ich hier rauskomme. Okay, da ist zu. Ich will hier wieder raus. Danke, ich will hier wieder raus. Oh, es wird knapp. Das Grüne ist unsere Luft. Oh, das war sauknapp. Ich hätte gedacht, dass wir sterben. Hätte ich wirklich. Oder dass wir Leben verlieren. Das war wirklich sauknapp. So, ich probiere es hier mal, aber ich glaube, das wird nichts. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, aber ihr wisst ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Feuerkraut. Wenn ich jetzt hier ins Wasser plumpse, dann... Na gut, das bringt alles nichts. Was ist hier eigentlich? Ist hier irgendwas? Es gibt ja Unterwasserhöhlen, die gibt es, aber ich weiß noch gar nicht, kenne noch gar nicht alle, ob es überhaupt so viele gibt. Nee, das sieht nicht so danach aus. Okay, dann müssen wir wieder raus ins Wasser. Dann müssen wir doch hoch den Berg und diesen Weg gehen, den ich eben schon beschrieben hatte. Ich muss mal gucken, vielleicht mache ich den Part auch etwas länger. Und ihr könnt in den... Bitte schreibt das in die Kommentare einfach rein. Wegen der Fraktion. Wie gesagt, ich werde da versuchen, fraktionslos mitzunehmen, was ich kann. Aber das kann natürlich auch... Das geht auch nur bis zum begrenzten Rahmen, ne? Wir müssen ja auch in der Story irgendwann vorankommen. Natürlich versuche ich hier mitzunehmen als, als No-Name-Typ, was geht. Liegt einfach da dran. Je mehr du mitnimmst, desto einfacher hast du es später. Hier irgendwas? Nee. Hier kommt später mal so ein magischer Golem. Den musst du als Magier besiegen. Das kannst du aber nicht einfach so machen. Weil ich glaube, der magische Golem, den kannst du nicht besiegen. Nur mit einem heiligen Artefakt. Das musst du aber erstmal klauen. Und das ist dann nicht so geil. So, ich könnte natürlich hier lang gehen. Das bringt aber auch gar nichts. Einfach in dem Sinne, weil du da bis auf ein paar Kräuter nichts findest. Kommst hier auf dieser Seite wieder raus. Ja. Hätten wir auch abkürzen können. Aber egal, wir haben zwei Schattenläufer gemacht. Darauf bin ich sehr, sehr glücklich. Vor allem gab das ordentlich EP. Und hat unserem Stufenfortschritt ordentlich was beiseite gegeben. Ich müsste eigentlich mal gucken, wie viel XP wir noch brauchen bis zum nächsten. Dürfte auch nicht mehr allzu viel sein. 27.500 brauchen wir, 26.300 haben wir. Das ist doch schon mal ganz gut. Dann haben wir wieder 10 Stärkepunkte. Ist die Frage, ob ich die noch in Stärke investieren will. Dann habe ich 50 Grundstärke und dann könnte ich eigentlich anfangen, mich mit den Tafeln und dem ganzen Kram so ein bisschen zu buffen und ein bisschen auf Einhand zu gehen. Einhand und Armbrust. Bogen haben wir ja durch Dingsbums, durch die ganzen Teile bekommen. Und dann wird die... Oh, was haben wir hier? Das sieht doch wichtig aus. Drachenwurzel. Geil, wir haben... Wie viel Drachenwurzeln haben wir? 4. Also, entweder suchen wir uns jemanden oder suchen Kronstöckel, bis zum geht nicht mehr, und suchen uns jemanden, der uns diese Stärketränke brauen kann. Dann können wir 4-mal einen Stärketrank brauen. Dafür brauchst du Kronstöckel und Drachenwurzel. Der Rest ist Pipifax. Und der gibt dir 3 Stück pro Trank. Oder wir können die 4 Drachenwurzel so fressen. Dann kriegen wir aber nur 4 Stück. Oh, hier ist doch normalerweise immer so ein Halunke. Habe ich den schon platt gehauen? Hier gibt es normalerweise immer noch so einen Halunken, der uns Geld abknöpfen will.
Und die Stimme von dem, oh nee, ich kann mich auch an die Stimme von dem erinnern, der ging einem so auf den Sack. Okay, hier war ich schon. Dann will ich da einfach nochmal rüber gehen. So, das wird schwierig. Entweder hier um die Ecke oder da vorne weiter links. Das wird nämlich interessant. Hier müssen wir auch später lang, wenn wir Magier werden sollten. Oder Novize. Das kommt noch. So, jetzt will ich erstmal hier oben gucken, ob hier oben irgendwas zu finden ist. Wahrscheinlich nicht. Gut, da will ich auch nicht hin. Ich möchte hier links, ich möchte auf die linke Plattform, auf dem Fluss. Da muss ich nur gucken, wo ich lang muss. Da unten gibt es noch Monster, die knöpfen wir uns später vor. So, habe ich es geschafft? Ich glaube, bei solchen Sachen gibt es gar keine Monster. Aber hier gibt es auch gar nichts. Das bedeutet, hier sollten wir eigentlich nicht sein. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr die Uhr im Blick. Aber das ist mir eigentlich relativ egal. Hier müssen wir auch aufpassen, wenn du in so einem Ding stecken bleibst, dann kommst du auch nicht mehr raus. Das kann natürlich auch schnell passieren. So, ich möchte hier nicht runter. Ja, ich habe es geschafft. Geil. Oh, hier liegt ein geiles Zeug rum. Oh, schön. Brot und Tränke und Tränke und Pilze und... Geil, hier wirst du richtig belohnt, wenn du dir Feuerkraut... Naja. Gehen wir mal in die First Person. Snapperkraut. Heilkraut. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Nein. Gut. Gehen wir erstmal hier lang. Finde ich cool, dass man auch so ein bisschen... Im Kampf natürlich nicht, das ist schade. Das ist nicht so wie bei Skyrim. Aber ich finde es cool, dass man trotzdem hier so ein bisschen die Welt erkunden kann. So Brot und Trank und Brot und Trank und Wein und Trank und ein Lederbeutel. Oh, super. Und noch eine Steintafel, perfekt. Ich habe schon befürchtet, dass man es hier rüber glitschen muss, wenn wir Akrobatik nicht erlernen oder dass wir Dingsbums einsetzen müssen. Lernpunkte, um Akrobatik zu erlernen, da kommt man nämlich hier ganz einfach rüber. Aber ja, geht auch so. Hier gibt es sonst nichts, ich mache das mal so. So hat mir einfach einen besseren Überblick. Dunkelpilz ist immer gut. Wissen wir ja, 50 von den Pilzen, ey, 5 Mana, easy. Blauflieder und Blauflieder. Blauflieder. Ja, cool. Ich gehe dann auch einfach den normalen Weg zurück, also über den Fluss wieder. Da haben wir das hier auch abgegrast, das ist supi. Das freut mir. Lass mal auf die Uhr gucken, wird bestimmt ein langer Part. Aber wie gesagt, das habe ich ja gesagt, das ist mir egal. Ich wollte erst hier alles... Ja, das geht sogar noch. Es ist noch im Rahmen geblieben. Also der Part ist, hat sich richtig gelohnt, muss ich sagen. Weil, ich meine, was haben wir denn schon geschafft hier? 2 Schattenläufer haben wir besiegt, ohne zu hacken, ohne zu cheaten oder sonst was. Nur mit einem Eisblock-Zauber haben wir die hingekriegt und haben einfach die KI ausgenutzt. Haben hier das Fleckchen Erde noch abgegrast. Gucken wir mal, was wir bekommen haben. Armbrustschützen, Lebensenergie 2. Oh, geil, die können wir schon lesen. Oh, nice. Dreier können wir noch nicht lesen. Einhandkampf. Und was haben wir hier? Stärke. Das ist doch schon mal cool. Lederbeutel, nochmal. Oh, wir haben richtig gut Kohle bekommen. Ich glaube... Wir müssen noch gar nicht mal in die Stadt gehen und haben genug, um den Raul sein Lebenselixier abzukaufen.
Ist natürlich sehr nice. Gefällt mir. Und wir sind sogar noch in den im 25-Minuten-Bereich geblieben. Ich speichere ab. Also hier, man will den Party jetzt nicht überstrapazieren. War sehr cool, war ein sehr, sehr geiler Part. Ich weiß auch, wie ich den nenne. Jo. Bis dann.